sag euch jetzt, wie's läuft. Also hört es euch gut an. Am 1. Januar 76, dann kämpf ich gegen den Außenseiter von hier, einen armen weißen Underdog, und sein Gesicht kommt mit meinem auf ein Plakat ganz nah. Denn ich bin sentimental. Führt mich weit zurück in eine andere Zeit. Papas Wutausbrüche, Mamas stummes Leid und all meine Stoßgebete ändern nichts daran. Du siehst nicht auf und du sagst kein Wort und eine Chance hast du nicht. Wie ein Grashalm, der den Asphalt durchbricht in dem Drang nach Licht. Und du kauest da, wenn die Streiterei unerträglich scheint. Und du fliehst an einem Ort, wo niemand weint. Und wenn es weiter regnet, dann spült es mich mit sich vor. Wenn du jetzt hier bei mir wärst, welchen Rat gäbst du mir? Einmal standst du auch hier. Nein, ich vergleiche mich nicht mit einem Champion wie dir. Doch Rocky, dir ging's auch so. Trafst deinen größten Entschluss und hast kaum Zeit dafür. Ich hab noch genug Stolz in mir, noch ist es Zeit abzuhauen. Hier stehen Kämpfer, doch sie wollen... Keine Chance, Blödsinn. Wir sind hier in Amerika, Lady, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Außerdem ist mein Kumpel Rocky hier Italiener. Und das heißt? Na, wenn er nicht boxen kann, kriegt er bestimmt ein paar super Spaghetti hin. Apollo! Immer schon hieß es, ich bring's nie zu was. Und ich hab's schließlich selber gedacht. Immer nur ausgezählt, so kenn ich das. Bis am heute Bernhard Volk und das Orchester von Rocky aus dem Operettenhaus. Mit Bernhard Volk als Dirigent. Danke.